Dies ist die Internetseite www.bottrop.de. Auf der Startseite findet man Kacheln mit Bildern. Hier, hier und hier. Die Kacheln führen zu einzelnen Themen. Wenn man auf die Kachel klickt, kommt man zu dem Thema. Zurück geht es immer mit dem Bottrop-Logo. Die großen Kacheln oben sind für wichtige Themen. Kleine Kacheln darunter sind aktuelle Meldungen. Unter den großen Kacheln kann man die Webseite selbst einstellen. Es gibt vier Möglichkeiten, die man sich anzeigen lassen kann. Erstens Themen, zweitens Meldungen, drittens Veranstaltungen und viertens Bürgerservice. Standard ist immer die Anzeige der Meldung. Wenn man sich Veranstaltungen anzeigen lässt, ändert sich die Webseite. Die Veranstaltungen werden angezeigt. Auch Bürgerservice ändert die Seite. Hier findet man Dienstleistungen der Stadt Bottrop. Unter Themen findet man, was häufig gesucht wird. Wichtig: Rechts oben sind Menü und Suche. Mit der Lupe sucht man gezielt nach Begriffen. In das Feld den Suchbegriff einfach eingeben. Im Menü findet man Rubriken. Und alle Artikel auf der Webseite gehören zu einer Rubrik. Im Menü gelangt man zu den einzelnen Rubrikseiten. Hier als Beispiel Wohnen, Stadtquartier, Verkehr. Dies ist eine solche Rubrikseite. Unter der Rubrikseite liegen weitere Seiten. Hier Bürgerinformation, Straßen und Kanalbau als Seite der Rubrikseite Wohnen, Stadtquartier, Verkehr. Die Zurückfunktion im Menü führt zur Ebene darüber. Als Beispiel Rubrikseite Politik. Darunter liegt Rat der Stadt. Rat der Stadt gehört zur Rubrik Politik. Hier sieht man die Rubriken im Menü. Ganz oben geht es zurück zur Startseite. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Kacheln führen direkt zu Themen. Hier kann man die Webseite einstellen. Und hier oben ist die Suche und das Menü zu den einzelnen Rubriken.